Anzeichen, dass du eine unerklärlich tiefe Verbindung zu jemandem fühlst. Viele Menschen glauben daran, dass es irgendwo auf der Welt einen Seelenverwandten gibt, dass es vorbestimmt ist, diese Person zu treffen und dass diese Menschen unser Leben besser machen. Viele Menschen sind auch ein Leben lang auf der Suche nach dieser Idealvorstellung und dieser ganz besonderen Bindung. Die Gründe für eine Seelenverwandtschaft sind meist gar nicht klar. Es passiert einfach so. Man merkt es sofort, wenn man diese Person sieht. Es passiert etwas ganz tief im Inneren. Andere Menschen wiederum halten diese Denkweise für naiv und glauben nicht an dieses Idealbild einer Beziehung, die auf Seelenverwandtschaft beruht. Tatsächlich kann man es aber nicht leugnen, dass man mit manchen Menschen eine Seelenverwandtschaft eingeht. Dies wird einem bewusst, wenn man eine tiefe, emotionale Bindung verspürt, die man so noch nicht erlebt hat. Dabei ist es nicht ausschlaggebend, ob diese Beziehung rein freundschaftlicher oder romantischer Natur ist. Vielmehr geht es um die Intensität der Beziehung. Man fühlt sich verbunden und kennt die tiefsten Gefühle und Wünsche des anderen. Emily Bronte sagte hierzu einst, dass die Seelen zweier Seelenverwandter gleich sind und es egal ist, woraus sie gemacht sind. Ein Seelenverwandter läuft einem nicht häufig über den Weg. Dies wird einem schon bewusst, wenn man sich überlegt, wie viele Menschen auf der Erde leben. Wenn man ihn aber trifft, dann spürt man dieses Gefühl und man weiß einfach, dass man füreinander bestimmt ist. Darüber hinaus gibt es 7 Anzeichen, an denen du erkennen kannst, dass du mit einer Person in besonders engem Kontakt stehst. Nummer 1. Die Anziehung spüren. Wenn du deinen Seelenverwandten triffst, dann wirst du sofort eine tiefe Anziehungskraft spüren. Du willst den Menschen unbedingt treffen und kennenlernen. Du verspürst den innersten Drang, auf diese Person zuzugehen und mit ihr ein Gespräch zu beginnen. Du hast den Wunsch, eine Beziehung zu ihr aufzubauen. Die reine Präsenz der Person reicht aus, um dich in ihren Bann zu ziehen. Auch wenn du es nicht verständlich erklären kannst, warum dies so ist, es macht einfach Klick, wenn ihr euch begegnet. Ihr spürt, dass ihr auf der gleichen Wellenlänge seid und euch blind versteht. Nummer 2. Die Gesellschaft des Menschen lieben. Du hast das Gefühl, am liebsten jede freie Minute mit dieser Person verbringen zu wollen. Dieses Gefühl erreicht dich auch dann, wenn ihr euch noch gar nicht lange kennt. Immer wenn ihr euch seht, habt ihr interessante und lustige Gespräche. Du vermisst dein Gegenüber sofort, wenn ihr auseinandergeht. Es geht auch nicht darum, was genau ihr zusammen erlebt. Es geht um das reine Beisammensein und um den Genuss des Augenblicks. Nummer 3. Die Gespräche bleiben im Fluss. Es fällt dir leicht, mit deinem Seelenverwandten ein Gespräch zu führen, selbst dann, wenn du normalerweise eher ein ruhiger Vertreter bist, der Gesprächen lieber lauscht, als sich aktiv einzubringen. Mit deinem Seelenverwandten ändert sich dies. Du gewinnst an Selbstsicherheit. Selbst bei eurem ersten Kennenlernen entstehen nicht diese unangenehmen Momente, die Gespräche mit Fremden oft mit sich bringen. Du kommst aus dir heraus und bist sofort gesprächiger. Ihr teilt Geschichten, macht Scherze und könnt auch direkt über tiefgründige Themen sprechen. Du hast das Gefühl, als wäre es das Natürlichste der Welt. Nummer 4. Du fühlst dich wohl. Nach eurem Kennenlernen entsteht schnell eine tiefe Freundschaft. Dabei hast du das Gefühl, diese Person schon lange zu kennen und eine besonders tiefe Verbundenheit mit ihr zu haben. Du hast das Gefühl, du selbst sein zu können, ohne dich unwohl zu fühlen. Du vertraust der Person deine Geheimnisse und deine tiefsten Gedanken an. Du fühlst dich verstanden und sicher in Gegenwart deines Seelenverwandten. Und du hast das Gefühl, erst jetzt als der Mensch wahrgenommen zu werden, der du wirklich bist. Nummer 5. Du verbringst mehr und mehr Zeit mit der Person. Dein Seelenverwandter ist die Person, mit der du deine Zeit verbringen möchtest. Daher trefft ihr euch auch häufiger und länger, als es mit anderen Personen der Fall ist. Ihr könnt zusammen Pläne schmieden und über alles reden. Dabei seid ihr immer auf einer Wellenlänge und habt die gleichen Ansichten und Vorstellungen. Dies ist auch der Grund, warum ihr problemlos zusammen in eine Richtung schauen und gehen könnt. Er hat die gleichen Ziele vor Augen und bestärkt den anderen in seinem Tun. Darüber hinaus ergänzt ihr euch und gleicht die Schwächen des anderen spielend aus. Vielleicht passiert es, dass andere Menschen in deinem Leben mehr in den Hintergrund rücken.
Hierdurch entsteht aber keine Leere in deinem Inneren. Im Gegenteil fühlst du dich nur dann wohl, wenn du deinen Seelenverwandten um dich hast. Ihr beide genügt euch völlig. Nummer 6. Es entsteht eine enge Verbundenheit. Ein Zeichen einer engen Bindung ist vor allem, sich vorwärts zu bewegen und mehr in das Leben des anderen einbezogen zu werden. Ihr übernachtet beieinander und trefft eure gegenseitigen Freunde und Familien. Bevor du eine wichtige Entscheidung triffst, ist dein Seelenverwandter immer die erste Person, die du mit einbeziehst und deren Meinung du dir einholst. Egal, was dein Tag bringt, du suchst die ständige Begleitung dieser Person und erledigst mit ihr auch alltägliche Aufgaben wie Einkaufen oder Behördengänge. Dass man seinen Alltag miteinander verbringt, zeigt, dass man zu einem Teil des Lebens der anderen Person geworden ist. Diese Tatsache macht euch beide zu glücklicheren Menschen und tut euch gut. Nummer 7. Ihr haltet auch in schwierigen Zeiten zusammen. Man sagt, dass negative Ereignisse und schwere Lebensphasen Menschen zusammenschweißen. Wenn ihr gemeinsam die Hürden eures Lebens nehmt und auch in schwierigen Situationen zueinander haltet, dann stärkt das eure Beziehung und lässt euch einander noch näher kommen. Dabei ist es völlig egal, in welcher Lebenskrise du steckst. Was auch immer dein Herz gebrochen hat, ob es der Verlust einer geliebten Person ist oder deine Träume zerplatzt sind, du kannst dir deines Seelenverwandten immer sicher sein. Diese Person wird immer für dich da sein und mit dir durch dick und dünn gehen. Sie bietet dir die nötige Unterstützung, um die Krise zu überwinden und durchzustehen und wieder gestärkt aus dieser Phase herauszugehen. Gleichzeitig stärken diese gemeinsamen Ereignisse eure Bindung und es zeigt, wie eng ihr wirklich verbunden seid und was eure Beziehung so besonders und wertvoll macht. Wenn du dir deine Beziehung einmal näher anschaust, findest auch du vielleicht in der Beziehung zu einer Person die vorgenannten Anzeichen wieder. Vielleicht hast auch du schon mal jemanden getroffen, zu dem du sofort eine tiefe Verbindung gespürt hast. Wenn das der Fall ist, kannst du dich glücklich schätzen. Leider ist nicht jeder Mensch damit gesegnet, seinen Seelenverwandten zu finden. Hast du ihn jedoch bereits getroffen, dann fühlst du, wo du hingehörst. Solltest du diese Person einmal verlieren, dann kann es Jahre dauern, bis du vielleicht wieder jemanden findest, der dich emotional so tief berührt. Hast du aber deinen Seelenverwandten gefunden, dann versuche ihn mit aller Kraft festzuhalten. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gerne einen Daumen nach oben.